Hey, herzlich willkommen zum Daily Kalender Puzzle. Heute lösen wir Dienstag, den 16. Januar. Genau. Keine Ahnung, wir fangen einfach mit irgendwas an, gell? Wir können ja den da machen und den da oben. Und den hier zum Beispiel, dann haben wir hier den Januar schon mal. Und dann können wir den zum Beispiel hier hinsetzen. Die 16 haben wir da. Dann können wir den hier reinmachen und den da. Und das da geht nicht, gell, wegen der 16. Dann nehmen wir den da auch mal noch weg und den da auch. Könnten den hier hin machen und den zum Beispiel hier, dann geht es da hinten aber wahrscheinlich nicht ganz, ja, mit dem da vielleicht. Dann hätten wir den da. Damit hätten wir dann die 16 auch gleich weg. Den hier hinsetzen und den, keine Ahnung. Hier, dann geht es da drüben wahrscheinlich auch nicht. Hätten wir noch den da. Den da, und da bräuchten wir hinten ein Puppli. Ja, das haben wir aber nicht. Dann können wir zum Beispiel den da mal hier lassen. Das ist ein guter Standort. Dann können wir den hier lassen. Das bringt wahrscheinlich relativ wenig. Wir können den da runtersetzen, das hatten wir schon öfters. Dann machen wir den da hin. Dann hätten wir den da und den hier schon mal weg. Dann können wir den hier hinsetzen und, oh nee, ja, das ändert nichts. Wir den hier hin machen, dann kann man den hier hin machen. Dann haben wir die 16 weg, wenn wir so weitermachen. Dann setzen wir den da hin und den, der geht dann nicht, gell, wegen dem da unten. Dann können wir den zum Beispiel hier nach hinten machen. Und mit dem da haben wir dann da auch gleich alle weg. Mit dem hätten wir den da noch. Schön blöd, hä? Also, diese Dinge wurden schon gelöst und sogar richtig schnell, aber nicht von mir. Weil ich da anscheinend irgendwie kein Talent dafür habe, so wie es ausschaut. Also, ja. Ist irgendwie richtig schlimm. Wir können den da noch hier reinsetzen. Dann müssten wir aber hier unten was haben. Ah, hier unten haben wir den da. Okay. Ja. Und wie räumen wir jetzt da unten auf? Können den hier reinmachen, dann haben wir die 16. Und wenn wir den da reinmachen und den da, dann haben wir Dienstag, den 16. Januar. Es ging lange. Sie war schneller. So, jetzt machen wir noch das Hintergrundbild. Wir haben ja gestern dieses da gemacht und haben gesagt, wir werden irgendwie was ändern, also am Prompt als solches und nicht mehr einfach eine Variation machen. Wir holen uns mal den Prompt, am meisten den da rein. Die Seed hatten wir auf 4. Und jetzt schreiben wir einfach so rein,
Das Inspired. Die Lisa Frank nehmen wir rein. Und dann schauen wir, was die Frau Frank mit diesem Bild macht. Wobei sich ja alles ändern wird wahrscheinlich. Ja, wird farbiger. Hein? Farbiger ist gut. Wir machen das gleich groß. Oben links haben wir unterdessen 5 Büsis. Hein? Unten links hat so ein kleines Büsi, eine kleine Katze gegeben, plus irgendwas in den Haaren. Oben rechts haben wir jetzt auch 4 Katzen und 2 Monster. Und unten rechts haben wir 2 Katzen. 2 schöne Katzen. Die Augen sind ein bisschen komisch, aber das ist okay. Und weil es das einzige Bild, wo wir jetzt noch 2 Katzen drauf haben, unten rechts ist, nehmen wir jetzt einfach unten rechts. Ich frage jetzt wieder, welches Bild hättet ihr genommen und warum? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn ihr weiterhin solche Videos sehen wollt, dann folgt meinem Kanal, liked das Video und klickt die Glocke. Und besten Dank, dass ihr das Video geschaut habt. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns morgen zum nächsten Video. Ciao zusammen.